ich begrüße Sie zu dieser Lesung heute und ich bin sehr froh, dass ich diese Texte vorstellen kann, die ganz spontan während meiner Galerieaufsicht jetzt am 30.12. entstanden. Und ja, ich freue mich jetzt sehr, diese Texte hier im Raum sich entfalten zu lassen. Und ja, wir gehen von Werk zu Werk und ich werde dann zunächst noch mal die Namen der Künstlerin nennen und dann meinen Text dazu lesen. Ja, wir beginnen hier mit einem Text zu dem Werk von Daniela Busch, Twombly on the Pool. Konterkariert. Verstellte Sicht. Im schwarzen Labyrinth verwoben. Es bleibt die ungestillte Sehnsucht nach Sand und Meer. Jetzt gehe ich hier zu Karin Damas. Zeitschleife. Aus dem großen, wortlosen Nichts, unwissend, in dichten Lebensstoff gefallen. Gesegnet, nicht zu ahnen, wie lange unsere Kreise ziehen. Dieses Gedicht habe ich, also ich wollte auch zu diesem Werk spontan schreiben an dem Tag der Aufsicht und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht besser machen, als ich das schon in meinem eigenen Lockdown-Lyrikband geschrieben habe. Und ich habe das dann daraus übernommen. Also das ist jetzt das Gedicht, was ich lese hier zu Enne Burkhardt. Corona Springtime ist aus der Sommersehnsucht. Lichtlos der Frühling. Menschenherzen in Gefangenschaft warten auf Engel. Noch ziellos durch den Windregen gejagt, zeitgeraffte Blicke treffen grau und schwarz, verschmelzen mit feuchten Regentränen, mit den eigenen und mit den Fremden. Niemand teilte heute seinen Schmerz. Ein Hauch von Gold ziert deine Flügel und sie halten den Erdkreis im gleichen Gewicht. Darunter lebt Menschenliebe. Also ich habe mich dann auch so leiten lassen. Wo hat es mich hingezogen, an welchen Ort? Also es war sehr interessant, diese Erfahrung zu machen. Ich war ganz alleine in diesem Raum, eben 4 Stunden, habe das dann mich auch so magnetisch anziehen lassen von den Werken, daher diese Bewegung von hier nach da nach dort und ja, es war ein sehr experimentelles und schönes Erlebnis, den Werken so nahe zu kommen. Das Papier flüstert mir zu, wie du streiftest durch Licht- und Schattentage. Wir wussten bereits voneinander, waren miteinander vertraut, erhörten uns. Im Spiel der Momente schenken unseren Lebensbildern ein Gesicht, ein neues Gesicht, ein anderes Gesicht, eine Sicht.
Petra Hospodura, Flügel. Rückwärtig geflogen. Gedankensplitter spiegeln die verlorenen Erinnerungen im neuen Zeitmosaik. Im Morgengrauen klopfte der Krieg an die Tür, verjagte junge Menschen aus süßen Träumen, ungefragt. Die Rüstung, so federleicht, schützte nicht vor dem Fall aus dem Leben. Die sie liebten, blieben erstarrt im Entsetzen, und ihr Atem stockte in ihnen immer und immer noch. Weiß treibt zu Orange, mündet in Hellblau, mühelos, grenzt zart an Dunkelrot, windet sich empor zu Rosé. Dort sehnt es sich wieder nach Hellblau und erwartet Blau in der Mitte neben Weiß. Und ich, wie ein. Dann bin ich gegangen zu Burkhild Eichheim, Meinungsverschiedenheiten. Das ist so ein Wortbild, da wollte ich die Zeichen, die ich hier geschrieben habe, und das ist jetzt in die Luft malen, damit es nachvollziehbar ist. Kann ich mich ein bisschen mehr bewegen? Also das ist Burkhild Eichheim, Meinungsverschiedenheiten. Also, sag mal, nee oder, doch oder, sowas, unmöglich, doch unmöglich, nein, ja, kein Jein, nun mach meinen Punkt und hör mal, gar nichts, gar nichts. War das eben mit uns? Ja, genau hier würde ich gerne mit der Musik lesen. Das hat mich sehr, sehr inspiriert. Das Video von Marion-Luise Buchmann, Kosmos. Und ja, da finde ich es schön, wenn die Musik jetzt ein bisschen dazu läuft. Noch lauter, also mit dem Text sich sehr schön verbindet, den Bildern. Schwerelos in zarten Klängen, selbst vergessen, in grenzenlose Tiefen getaucht, im freien Fall. Im freien Fall, im freien Fall, einander die Hände gereicht, verklärte Ruhe um uns, zeitlos. Bei
Heike Franziska Walsch habe ich ein, also das sind ja auch hier so drei Elemente, Geschwindigkeit, Schmetterling, Konflikt, und ich habe ein Haiku mir überlegt dazu, und das würde ich jetzt auch gerne so darstellen. Ein Haiku ist 575 Silben, also ein Dreizeiler, und ja, ich lese das jetzt einfach jetzt auch mal bewegt. In Sauseschritten, Schmetterlinge im Glück, nur nicht zu lange. Ich lese jetzt diverse Accessoires. Da habe ich mich wirklich sehr amüsiert. Also es bezieht sich auf dieses Objekt hier. Das ist keine Tasche, sondern eine Bluse. Eine Tasche in der Bluse oder eine Bluse, die eine Tasche ist? Eine Taschenbluse oder eine Blusentasche? Eine Tasche oder eine Bluse oder eine Bluse mit einer Tasche? Also eine Tasche aus einer Bluse gemacht? Nein, nein, eine Bluse aus einer Tasche. Du taschige Bluse oder blusige Tasche. Du darfst sein, wie du willst, und hast auf jeden Fall eine ganz eigene Masche. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und danke.